Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Beide heute ganz in schwarz. Ich habe außer hier so. Ja. Heute Geburtstag, am 21. Februar hat Hakan Nesa. Kennst du? Hakan Nesa. Nesa, wie sagt man im Schwedischen? Ja. Schwedischer Schriftsteller auf jeden Fall. 1950 geboren. Ja. Kennst du Hakan Nesa? Egal. Ja, am 21. Februar ist aber noch was gewesen. Ja, und zwar 1916 begann die deutsche Großoffensive im Westen, im Ersten Weltkrieg, auf die französische Festung Verdun. Verdun. Genau, und die Kämpfe dauerten bis zum 16. Dezember an und forderten 700.000 Menschenleben. Muss man sich mal vorstellen, was für eine Zahl. Ja. Ja. Der erhoffte Durchbruch gelingt Deutschland nicht. Das kennen wir. Das ist Geschichte. Ja. Und am 21. Februar haben wir auch ein Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages ist, es ist unmöglich, sich selbst zu kitzeln. Nee, geht nicht. Geht nicht. Wenn ich aber hier so mache, irgendwie so. Auf, so. Auf Mann. So, ist das nicht eine seriöse Sendung hier? Jetzt bin ich hier fast mit dem Rollstuhl. Mit dem Rollstuhl? Also mit meinem Stuhl der Rollenhand. Über das Kabel gefahren. Ja. Das sieht man ja nicht, wir haben ja so Mikrofone hier. Mhm. Und da ist so ein Kabel und das hängt hier alles unterm Tisch. Mhm. Ja, beschwer dich nur. Ja, das war der 21. Februar. Wir haben gelernt, nee, wir haben nicht gelernt, wie Hakan Nesa ausgesprochen wird. Hakan Nesa, Hakan Nesa. Schreib's doch mal in Lautschrift hier in die Comments. Ja, was er für Bücher geschrieben hat, würde mich auch mal interessieren. Ach, das ist doch egal. Ach so. Wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie! Tschüss, macht's gut.